So, bevor das Video losgeht, ja, viele Leute haben sich gewünscht, Murphy mal wieder zu sehen. Das Problem ist, was ihr jetzt leider nicht mitbekommen habt, ist, dass ich versucht habe, mit Murphy ein Video aufzunehmen bezüglich des Themas Zimmerhaltung, was dieser nette Kommentar hier vorgeschlagen hat. Aber es war mir wirklich nicht möglich, konzentriert bei der Sache zu bleiben, da der Kollege relativ auf Achse war, sage ich jetzt mal. Das Problem ist, dass Murphy halt nicht häufig in den Videos auftaucht, ist, dass wir unterschiedliche Aufnahmezeiten haben. Er ist zu unterschiedlichen Zeiten aktiver, wo ich dann nicht kann, beziehungsweise wo ich dann mit anderen Sachen beschäftigt bin, wie zum Beispiel Uni oder dergleichen. Und wenn ich da ein Video aufnehme, ist er halt extrem schlecht drauf und hat keinen Bock auf die ganze Nummer. Ja, wie zum Beispiel jetzt auch. Ich wollte ein Video aufnehmen, habe Murphy extra rausgenommen und du hast ihm schon von vornherein angesehen, der hat überhaupt keinen Bock und will eigentlich nur weg. Und deswegen war der immer schon am Rumrennen und wusste gar nicht, wohin mit sich. Und dann dachte ich mir, komm, Alter, das hat so alles hier keinen Hand und Fuß, wie ich das hier mache. Deswegen pack mal Murphy lieber wieder zurück und macht dann das Video so. Aber das soll ich natürlich nicht davon zurückhalten, einmal Murphy zu sehen, denn wir werden jetzt einmal zum Terrarium gehen. Da ist er, der Kleine. Er hat sich auch mittlerweile wieder beruhigt. Vor 5 Minuten hast du noch eiskalt den Hintern ins Gesicht gestreckt bekommen, weil der echt angepisst war, dass der jetzt raus musste, obwohl er überhaupt keinen Bock hat, was ich nicht verstehen kann. Denn zu manchen Tageszeiten hängt der dann hier zum Beispiel am Ast, an der Scheibe und sagt, hol mich raus. Aber jetzt, ihr seht schon, der guckt schon wieder so, ey, lass mich bloß hier drin. Wehe, du nimmst mich raus. Und wir lassen ihn jetzt auch am besten in Ruhe. Dann kann er sich wieder akklimatisieren. Und wir sprechen darüber, ob man Chamäleons rein im Zimmer halten kann, ohne Terrarium oder nicht. So, vorweg möchte ich schon mal eine Sache klären. Und zwar, ob man Chamäleons ohne Terrarium halten kann oder nicht, ist in Deutschland eher nicht der Fall, leider. Solltet ihr irgendwo in Spanien oder so wohnen, wo die Temperatur konstant auf dem Level des Chamäleons ist, in der Regel, dann sollte das schon möglich sein, aber in Deutschland leider nicht, da wir halt auch ab und zu im Winter extreme Minusgrade haben. Und sollst du ja nicht Unmengen an Geld für irgendwelche Heizkosten rausballern wollen, ist es halt wirklich nicht möglich. Neben der Temperatur ist auch ein wichtiger Faktor die Luftfeuchtigkeit. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr wollt das Chamäleon im Wohnzimmer haben, ja, dass es da frei rumläuft. Es gibt ja auch diverse YouTube-Kanäle, wie zum Beispiel in einem Kommentar hier geschrieben wurde, kannst du dir mal bitte das Terrarium von, ich glaube, The Dark Den hieß er. Ich hoffe mal, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Soll auch ein großer, Quatsch, nicht soll, sondern ist auch ein großer Insekten- und Reptilien-YouTuber. Ich persönlich mache zwar Chamäleon-Content und alles, also ich gucke mir aber sowas nicht privat an. Ne? Das ist immer ganz witzig, weil ich zum Beispiel, ich bin privat, bin ich Gamer und Fitnessstudio-Gänger. Ja, deswegen gucke ich mir halt Fitness-Content an oder halt Gaming-Content. Und guck mir ja gar kein Chamäleon-Content an. Ich finde das nur als Hobby sehr interessant und will das euch auch gerne näher bringen, weil ich finde, Chamäleons sind echt coole Tiere. Aber so bin ich quasi, was YouTube angeht, mit Reptilien-YouTubern oder Insekten-YouTubern habe ich nichts am Hut. Heißt nicht, dass die schlecht sind, um Gottes Willen. Die haben alle ihre Berechtigung, da zu sein und sind wahrscheinlich auch die meisten besser als ich, sage ich jetzt mal. Aber ich interessiere mich halt auf YouTube nicht für den Content. Trotzdem, als mir der Kanal vorgeschlagen wurde, muss ich sagen, fand ich schon echt coole Sachen, was der da gemacht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich packe den Link mal unten in die Videobeschreibung. Vielleicht könnt ihr den euch auch mal angucken. Der macht ganz coole Videos. Ist auch ein richtig großer Dude, muss ich sagen. Körpergröße weiß ich nicht, aber der YouTube-Kanal ist groß. Nichtsdestotrotz waren wir gerade bei der Wärme. Und nicht nur die Wärme, wie ihr wisst, ist ja ausschlaggebend für ein Chamäleon, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Und wenn ihr das Chamäleon zum Beispiel jetzt im Wohnzimmer halten wollt, ist es wirklich leider so, dass ihr euer Wohnzimmer vollstellen müsst mit Pflanzen. Und mit vollstellen meine ich jetzt nicht, okay, ich stelle mal so einen lustigen Buchsbaum vor die Scheibe, ich stelle mal da so eine Petunie in die Ecke und der Rest, der bleibt halt einfach frei, um begehbar zu sein. Nein, ich meine wirklich dichte Bewucherung. Ja, ihr habt an jeder Ecke irgendwelche Pflanzen stehen. Ihr müsst quasi mit der Machete durch das Wohnzimmer gehen, damit ihr noch vernünftig von A nach B kommt. Denn nur mit einer dichten Bewucherung, wie ihr es zum Beispiel im Terrarium habt, ist es nur möglich, dass genug Luftfeuchtigkeit für das Chamäleon entsteht. Denn ihr kennt das ja selber, habt ihr eine große Fläche, wo nichts bebaut ist, sage ich jetzt mal, habt ihr eine relativ geringe Luftfeuchtigkeit, da sich nichts irgendwo drauf absetzen kann. Denn nur wenn ihr irgendwas halt dicht stehen habt, wie zum Beispiel Pflanzen, die auch wichtig für den Sauerstoff sind, merkt ihr, dass sich die Luftfeuchtigkeit zum Beispiel, wenn ihr im Terrarium sprüht, länger hält, als wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Terrarium-Thermometer mit der Luftfeuchtigkeit irgendwo in den Raum stöpselt, sage ich jetzt mal, und dann da einfach mal wild rumsprüht, da seht ihr, die Luftfeuchtigkeit ist auch genauso schnell wieder weg. Deswegen ist auch ein wichtiger
Punkt, dass ihr dann wirklich euer Wohnzimmer, sag ich jetzt mal als Beispiel, zustellen müsst mit Pflanzen. Neben der Luftfeuchtigkeit ist halt auch wichtig, wie trinkt euer Tier in so einem riesigen Raum. Ja, ihr müsstet theoretisch, sag ich jetzt mal, darauf setzen, dass sich das Tier von den Blättern ernährt, beziehungsweise von den Tropfen auf den Blättern mit Flüssigkeit versorgt. Denn klar, irgendwann mit der Zeit weiß das Chamäleon, ja gut, okay, irgendwo da hinten habe ich so eine Tropftränke oder so, aber das hat dann auch nicht Bock, immer dahin zu latschen. Und ihr müsstet dann quasi den ganzen Tag damit verbringen, allein schon die Luftfeuchtigkeit halten zu können, immer mit der Sprühflasche rumrennen und die Blätter einzeln besprühen. Und wenn ihr dann die Luftfeuchtigkeit einmal haltet, überlegt euch das mal, ja, 70-90% teilweise, macht das euer Wohnzimmer auch nicht lange mit. Wenn ihr Tapeten an der Wand habt, dann sagt diese Tapete auch, boah, Bruder, ihr gerade gar keinen Bock mehr hier festzuhalten. Ja, dann löst sich der Kleber nämlich dahinter, dann kommen die Tapeten einzeln runter. Je nachdem, was ihr für eine Decke habt, zum Beispiel bei uns haben wir oben im Wohnzimmer so ein, so ein bisschen so Holz, so wie hier so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, so und sowas. Sowas bläht sich dann natürlich auch auf, ne, und kann sich halt dadurch dann auch irgendwann mal lösen, wenn das halt immer sich auseinander und wieder zusammenzieht, wird es auch irgendwann undicht, sag ich jetzt mal, beziehungsweise morsch, dann kann das auch relativ schnell Abgang machen. Das heißt, nicht nur für das Chamäleon wird es dann gefährlich, wenn irgendwas von der Decke runterkommen könnte oder von der die Tapete von der Wand kommen könnte, sondern auch irgendwann für euch. Ja, da die ganze, ich sag jetzt mal im übertriebenen Sinne, die Stabilität des Hauses darunter leidet. Ja, das dauert zwar ein paar Jahrzehnte, bis es dann soweit ist, aber über kurz oder lang macht es das auch kaputt. Da ihr halt die Luftfeuchtigkeit konstant haltet und sie nicht einfach mal für eine Stunde da ist und dann ist halt wieder weg und dann kommt sie für eine Stunde halt wieder. So, die ist halt wirklich konstant da. Und gerade für die deutsche Häuserbauweise ist das eher nix. Noch ein wichtiger Punkt wäre die Klettermöglichkeit, ja. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie ihr seid in einem Raum eingeschlossen, ihr seht aber genug Sachen zum Klettern, zum Spielen, zum sonst was machen. Ihr müsst euch aber auf einem 1 Meter breiten und 5 Meter langen Weg aufhalten. Den läuft ihr hoch und runter den ganzen Tag. So ungefähr ist das, wenn ihr dem Chamäleon nur ein Ast zur Verfügung stellt, welches nur hoch und runter laufen kann. Das Chamäleon sieht alle möglichen Sachen und Optionen, wo es drauf rumklettern kann, hat aber nur diesen einen Ast, wo es den ganzen Tag drauf hoch und runter läuft. Auf euch bezogen, sag ich jetzt mal spontan, ihr hättet nach 5 Minuten schon keinen Bock mehr und würdet euch denken, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, und würdet dann direkt sagen, okay, ich gehe jetzt über die Grenze drüber und beschäftige mich damit irgendwelchen Sachen, die ich schon vorher interessant fand. So ein Chamäleon kann aber leider nicht von diesem Ast runter und dann sagen, yo, ich renne jetzt mal über Sachen, über die ich nicht drüber darf, sondern ich muss mich auf diesem Ast aufhalten, ob ich will oder nicht. Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Die Klettermöglichkeiten müssen natürlich auch für das Tier dann gegeben sein. Und diese Klettermöglichkeiten bieten sich natürlich auch durch die dichte Vegetation. Aber dann könnt ihr auch theoretisch den ganzen Raum aufgeben, weil, wie ich schon gesagt habe, wird der Raum halt zu einem großen Terrarium. Aber ihr könnt euch dann da nicht mehr drin aufhalten, ja? Ihr könnt dann da keine Couch reinstellen, keinen Fernseher reinstellen, ja? Weil die Couch wird in binnen von kürzerer Zeit kaputt gehen. Esstisch und so wird auch die Luftfeuchtigkeit nicht großartig aushalten, außer ihr nehmt einen aus Edelstahl oder so. Und das ist dann auch nicht so geil, dann darauf zu essen. Ein Fernseher wird sich da dann auch nicht lange da drin halten. Das heißt, der Raum würde dann rein theoretisch nur ein einziges großes Terrarium werden. Was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Außerdem, was viele Leute auch außer Acht lassen, ist, okay, das Chamäleon, das rennt jetzt hier durch die Gegend, kriegt ab und zu so ein bisschen Licht von der Sonne. Und dann ist gut. Aber wie ich schon einmal in dem einen Video mit den 10 No-Gos gesagt habe, ist, dass euer Fensterglas die Sonnenstrahlen in gewisser Weise filtert. Beziehungsweise sie nur in abgeschwächter Form halt in eurem Zimmer ankommen. Und die reinen Sonnenstrahlen durch die Fensterscheibe reicht nicht aus, um euer Chamäleon ausreichend mit UV-Strahlung zu versorgen. Das bedeutet, ihr dürft noch zusätzlich die Lampen bei euch oben ausbauen und dort UVB-Strahler reinsetzen. Und jeder weiß, der Pech hat, zum Beispiel so wie ich, dem regelmäßig diese UVB-Strahler kaputt gehen, auf mysteriöse Art und Weise, wie teuer das mit der Zeit wird. Und wir haben alleine im Wohnzimmer 5-6 Lampen. Und jetzt überlegt euch mal, jeden Monat geht ein oder zwei dieser Lampen kaputt, wenn ihr Pech habt zum Beispiel. Im übertriebenen Sinne, dann geht das auch auf Dauer ganz schön aufs Geld. Ja, deswegen, das wird dann eine sehr teure Nummer. Weil die reine Deckenbeleuchtung ist höchstwahrscheinlich LED oder sonst was und das bringt dem Tier halt gar nichts außer Licht. Das Tier muss ja noch ausreichend mit UVB-Strahlung versorgt werden. Deswegen müsstet ihr theoretisch diese Lampen auch in UVB-Strahle halt wechseln. Und das wird eine ganz schön teure Nummer, möchte ich mal sagen. Deswegen wäre das auch ein großer Negativpunkt, warum man das besser nicht tun sollte. Wie ihr schon raushört, ne,
ist das jetzt, also bin ich kein Fan davon zu sagen, okay, in Deutschland ist es machbar, das Chamäleon ohne Terrarium halten zu können. Wovon ich aber ein Fan bin, ist dem Chamäleon ausreichend Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten bieten zu können. Denn, wie ihr ja schon in dem einen Video damals gesehen habt, habe ich ja schon für Murphy hier mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, gebaut, ja, dass er hier in meinem Zimmer frei rumlaufen kann. Und das ist eine richtig coole Nummer, weil ihr ermöglicht es so, dem Chamäleon selber entscheiden zu können, okay, gehe ich jetzt raus, okay, es wird mir zu kalt, dann gehe ich jetzt wieder zurück ins Terrarium. Ich zeige euch auch gleich mal, was ich gemacht habe, falls ihr das Video damals nicht gesehen habt. Und so gebt ihr dem Chamäleon wenigstens die Wahl. Ja, okay, von ich laufe jetzt mal ein bisschen durchs Zimmer, aber kann halt immer ins Warme zurückgehen, wenn ich merke, okay, mir wird zu kalt oder ich möchte wieder ein bisschen Sonne tanken, sage ich jetzt mal. Aber so hat das Chamäleon wenigstens eine Wahl und muss nicht nur im Terrarium sein oder muss nicht nur draußen sein. Deswegen ist das auch so eigentlich, finde ich, die beste Lösung. Ich zeige euch mal eben schnell, was ich damals gemacht habe. So, hier habt ihr jetzt das Terrarium. So steht man ganz normal davor, ne? Fällt einem eigentlich auch gar nicht so großartig auf. Aber sobald es am Tag relativ warm ist oder ihr merkt, okay, euer Chamäleon könnte man wieder ein bisschen Bewegung gebrauchen, habe ich jetzt hier oben Stöcke platziert, ja, bis da hinten hin zum Fenster. Das ist jetzt einfach nur fürs Video, dass die Rollos-Zeiten zu sind. Normalerweise sind die immer komplett offen, sodass ich Murphy irgendwann mal auch am Ende dann hier drauf setzen kann und mal zur Not auch aus dem Fenster gucken kann. Wie Murphy jetzt auf das ganze Gebilde kommt, ist eigentlich relativ einfach. Ihr macht das hier auf. Habt dann hier so einen Stock. Ne, der hat hier unten so eine Gabel, das heißt, diese Gabel... Das heißt, diese Gabel hänge ich da hinten rein. Mit einer Hand jetzt natürlich nicht so einfach. So. So, da ist die in der Regel eigentlich Biber bombenfest. Diese Ast wandert dann rüber zum Ast, der da hängt. Und dann kann Murphy eigentlich drauf rumrennen, wie er will. Vielleicht haben wir auch mal das Glück, weil Murphy guckt jetzt schon so, dass wir ihn gleich darauf erwischen. Aber ansonsten wäre das so meine Möglichkeit, die ich Murphy damals geschaffen habe, damit er sich ja auch im Zimmer bewegen kann. Eine andere Alternative wäre natürlich, okay, ihr sagt jetzt, ich habe da keinen Bock, da irgendwas ins Zimmer zu hängen. Ist ja auch vollkommen verständlich, ne, jeder wie er mag. Ihr könnt euch auch ein kleines Bäumchen kaufen. Ja, so ein kleines Bäumchen, ungefähr hier, keine Ahnung, ich sag mal so hoch, mit vielen verschiedenen Ästen. Ne, die sind natürlich jetzt auch nicht zu dünn und nicht zu dick, damit das Chamäleon da gut drauf laufen kann. Die könnt ihr dann entspannt neben euren Schreibtisch zum Beispiel stellen, wenn ihr da sehr viel Zeit verbringt, oder zwischen eure Couch oder neben eure Couch, wenn ihr viel am Fernseher sitzt oder so. Tut dann das Chamäleon rein und dann kann es dann da eine gewisse Zeit dann krabbeln, bis ihr entscheidet, okay, du gehst jetzt wieder zurück in dein Terrarium. Eine Negativsache dabei, die ich bemerkt habe, ist, dass Murphy zum Beispiel bei mir versucht, sein Terrarium sauber zu halten. Ja. In gewisser Weise auch, was den Code betrifft. Denn ich habe schon voll oft bemerkt, dass Murphy unten dann vor dem Terrarium hängt. So, ey, lass mich bloß raus, lass mich bloß raus. Ich dann diesen Ast da reinhänge, er dann panisch rausrennt, auf einmal draußen hinkackt und dann wieder zurück ins Terrarium watschelt. Ohne Scheiß. Ja, ich hatte nicht gedacht, dass Chamäleon jetzt sagen, okay, ich habe jetzt ein festes Kackverhalten, ich kacke nur außerhalb des Terrariums, weil ich mache mir nicht meine eigene Bude dreckig, weil ich dachte eigentlich, die kötteln überall hin. Aber Murphy, ohne Scheiß, der rennt manchmal nur raus, macht vollen Aufstand, nur um rauszukommen, dann zu kacken, und dann rennt er wieder rein und ich, Idiot, darf dann hier alles sauber machen. Und wir sehen schon, ja. Murphy macht sich auf den Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Da ist er auf jeden Fall. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu sagen kann. Ne? Also wie gesagt, es ist möglich, dem Chamäleon Auslauf zu gewährleisten. Ne? Nur in Deutschland würde ich halt wirklich aufgrund der extremen Temperaturen im Sommer als auch im Winter davon abraten, das Chamäleon ganzjährig draußen zu lassen. Ich hoffe mal, ich habe alles ausreichend erklärt, beziehungsweise bin ausreichend auf alle Sachen eingegangen. Ich hoffe auch mal, ihr seid damit zufrieden, wie ihr jetzt Murphy gesehen habt, weil wie gesagt, ich habe das vorhin schon versucht, ein Video aufzunehmen, das ging komplett in die Hose, weil ich mich nicht konzentrieren konnte und irgendwie alle drei Sätze irgendwie eine Minute Pause machen musste, weil ich Murphy irgendwie wieder ranangeln musste. Ich denke mal, so haben wir eigentlich eine ganz gute Kombination daraus hingekriegt.
Ich muss auch sagen, ich finde das aktuelle Prinzip richtig cool, dass ihr Vorschläge in die Kommentare schreibt bezüglich des nächsten Videos. Ich hoffe, das können wir auch lange so weiterbehalten. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Videoideen habt, könnt ihr diese gerne posten auf Instagram oder in die YouTube-Kommentare. Dann werde ich mich damit, soweit es geht, befassen. Für die nächste Woche habe ich aber noch ein Video bzw. ein Skript fertig bezüglich des Lappenchamäleons. Das habe ich halt schon vor ein paar Wochen fertig gemacht, weil ich dachte, okay, du hast jetzt keine Themen mehr vorgeschlagen bekommen, dann machst du die. Und dann kam halt am laufenden Band irgendwelche Videothemen reingeflattert, deswegen habe ich mich dann eher auf die konzentriert. Für die nächste Woche mache ich jetzt aber mal das Video zum Lappenchamäleon, damit ich das dann auch vom Kopf habe. Aber wie gesagt, wenn ihr Videoideen habt oder andere Ideen, was man denn mal ansprechen könnte, könnt ihr die gerne in die Kommentare oder auf Instagram posten. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Familie, Freunde oder Bekannte habt, die sich für das Thema Chamäleon interessieren, könnt ihr denen gerne die Videoreihe vorschlagen. Ich würde mich freuen. Ich würde mich auch außerdem über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ne? Wenn ihr mehr Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ich arbeite jetzt langsam wieder an der Sache mit Livestreams. Ja? Ihr wisst ja, vor YouTube habe ich gestreamt eine relativ lange Zeit. Gerade frisch aus der Bundeswehr habe ich mir gedacht, ja komm, weißt du, jetzt hast du ein bisschen Zeit, jetzt machst du das. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Nur ich bin halt auf YouTube umgestiegen, da ich das mit dem Studium halt zeitlich leider nicht anders gewuppt gekriegt habe. Da bin ich jetzt gerade wieder am gucken, ob ich das jetzt wieder hinkriege, dass ich irgendwie zeitlich gemanagt kriege. Da kommt aber nochmal ein Update-Video zu raus. Je nachdem, wie ich mich dann dazu entschieden habe. Damit wir auch mal so vor Ort dann mal so ein bisschen persönlich quatschen können, sage ich jetzt mal. Ne? Da weiß ich nicht, was ich da mache. Da wird auf jeden Fall dann gedaddelt. Ja, entweder gezockt oder ich guck mal, dass ich ein bisschen meine Modellierungsfähigkeit mit Blender oder so weiter vorantreibe. Da habe ich auf jeden Fall auch mega Bock drauf. Also eine der beiden Sachen werden sein, aber so können wir uns dann zum Beispiel auch live austauschen. Das stelle ich mir bestimmt ganz cool vor. Ja, nichtsdestotrotz, ne? Vielen lieben Dank für euren Support und bis dahin, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are.